Ein I hope you're flauschiges. not jealous of all my tech toys. I'm blown away, Tony Stark. Da unterbreche ich nämlich einfach. Ich wollte gerade sagen, ein flauschiges Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Life is Strange, wo Chloe, ja, dank unserem Eingriff in die Geschichte gelähmt ist, aber ihr Vater noch lebt. Ich habe ja gesagt, ich versuche sie anzusprechen, das mache ich jetzt auch direkt. So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Auf keinen Fall. Nein, es ist definitiv nicht merkwürdig. Auf keinen Fall. Du bist unsere Chloe. Ich meine, es ist, ja, es ist merkwürdig, aber doch nur, weil wir dich ganz anders kennen eigentlich. No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice. Oh, look, I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Zu beschäftigt. Ich sag mal nicht wirklich. Ich habe ja keine Ahnung, vielleicht daten wir tatsächlich jemanden. Unser lieber. Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Ah, ihr wisst schon, unseren eigentlich besten Freund. Den ja nicht, der ist jetzt mit Stella zusammen. Das ist schlimm, ihren Namen konnte ich mir merken, seinen nicht. Manchmal ist mein Namensgedächtnis wirklich schrecklich. Also, nein, ich glaube nicht wirklich. Not really, no. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. I was supposed to go out with this guy named Warren, but I don't think he's into me anymore. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit, I sound like my dad. Ist okay, wie geht. Ich wusste, es war irgendwas mit W. Ich hatte irgendwie Wayland im Sinn, aber ja, gut. Warren, natürlich. Warren war es. Warren, dann gibt es Nathan, es gibt Victoria. Alyssa ist die, die uns diese SMS geschickt hat, dass wir ganz komisch sind. Und wie gesagt, Warren ist jetzt ja mit Stella zusammen. Jetzt fragen wir aber einfach mal, wie es William geht. Immerhin gab es den einfach 5 Jahre nicht mehr. Also in unserer eigentlichen Realität. How is William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Kann ich dich noch mal ansprechen, meine liebe kleine Chloe? Sorry, Max. Need to rest. Ja, ich. Ah, also nicht hier. Wir sollen ja ins Bad und dir ihre Morphium-Infusion holen. Und hier können wir uns auch überall umsehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier Rechnungen finden. Ein Tagebucheintrag? Nein, eine SMS. Max, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Ich frag mich ganz im Ernst, was mit Victoria passiert ist. Wo ist die Victoria, die wir kennen? Ich meine, warum ist sie plötzlich so nett zu uns? Kann es daran liegen, dass es jetzt keine Rachel gab, auf die sie eifersüchtig sein musste? Weil eigentlich sonst ist doch alles genauso, oder? Ich finde es total irritierend, dass wir nicht ständig in unser Tagebuch schreiben. Aber in der Zeit, Realität hier, schreiben wir wohl sehr viel weniger Tagebuch. Ich bin wie immer neugierig und gucke mich um. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Ach du je. Sanitätsartikel Kronenberg, Rock Castle, Oregon.
Rechnungsdatum 30. März 2013. Gesamtsumme überfällige Zahlung 8.578 Dollar. Das ist wirklich teuer. Und wer weiß, wie oft solche Rechnungen kommen. Bonjour. That's great, they finally went to Paris. Wir haben eine Gesprächsoption bekommen. Vermutlich können wir mit William gleich über Paris reden. They gave Chloe their giant expensive HDTV and they use her shitty tube television. Tja, alles für die kleine Tochter, die nicht mehr ganz so klein ist, aber definitiv einen Grund braucht, um ein bisschen fröhlicher zu werden. Da ist unser Schmetterling. Den haben wir gemalt. Als wir die Zeit zurückgedreht hatten, hatten wir die Möglichkeit, etwas hinzumalen, um zu sehen, dass das auch alles real war. Und da ist er immer noch, unser Schmetterling. Yep. That's the same graffiti from before. Oh, wonderful. Was ist das? Die... Oh, die Autoschlüssel, die wir versteckt hatten. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Wir hatten sie ja in die Spüle geworfen, damit dieses Piepsen zum Finden nicht funktioniert. Bacon? These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Beacon, Entschuldigung, nicht Bacon. Oh Mann. Arcadia Bay Beacon. Gestrandete Engel. Sie suchen nach den Walen. Nein, die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr Verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fanden sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Aber ich find's gerade interessant, dass wir eine Zeitung haben, um wenigstens so ein bisschen was über unsere jetzige Realität zu erfahren, von der ich immer noch hoffe, dass sie nur temporär ist und dass es noch eine Möglichkeit gibt, dass Rachel... Also ja, Rachel nicht verschwunden ist, aber ich meinte eigentlich, dass das Chloe gesund und munter ist und ihr Vater trotzdem lebt. Suche nach beliebtem Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show »Wo sind sie hin?« weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Mehr gibt's hier erstmal nicht zu lesen. Mir gerne das Papier angucken, was er da so studiert. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Oh Gott. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für die Hypothek Kontonummer 783 oder 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von 12.000 Dollar auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von 12.000 Dollar nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heims beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp, Kreditinstitut. Ja, sehr freundliche Grüße, wenn man gerade jemandem mitteilt, dass man sein Haus pfänden möchte. Essensgutscheine, ein Glas mit Keksen. No change to spare anymore.
Now it's back to cookies. Richtig, da war in der anderen Realität Geld drin. Choices of food coupon, boss. Free Nyam-Nyam Sausage. Nyam-Nyam. Okay. Na gut. Coupons müssen nicht unbedingt nur von Menschen in Schwierigkeiten genutzt werden. Hier kann ich vermutlich gleich hoch. Ah, wir können uns... Oh je, das werden vermutlich mehr Rechnungen sein. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Kundendienst Happy Credit Card Services. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über $3,458 zahlbar an Happy Credit Card. Mit freundlichen Grüßen, HCC Kundendienst. Immer diese ganz ehrlich, die freundlichen Grüße am Ende solcher Briefe sind doch eine reine Farce. Zentrum für physische Rehabilitation Arcadia Bay. Sehr geehrte Mrs. Price, aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von, oh Gott, $1,250 pro Woche wieder in unser Programm aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. J. Smith. Ihr könnt euch das ausrechnen. 1250, jedes Jahr 52 Wochen. Teuer. Joyce and William never had a garage sale before. Flohmarkt. 44 Cedar Avenue, Samstag 7 bis 15 Uhr. Möbel, Kleidung, Küchengeräte. Sie tun alles, um die Schulden abzudecken. Aber jetzt reden wir erstmal mit William. Ich bin sicher, er hat uns auch einiges zu erzählen. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Pflegezimmer, Chloe, Joyce. Reise nach Paris. Ich denke, wir können hier mehrere Sachen durchgehen. Fragen wir erstmal nach Chloe. Nein, erstmal nach Joyce. Wir sind höflich und fragen erst nach Joyce, wie es ihr geht. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Nur die meisten, huh? Moment. Okay, Moment. Ich wähle noch mal Joyce an. Ah, okay. Rachel Amber, verrücktes Wetter, Prescott Family. Das ist jetzt gerade relativ komplex mit dem Gesprächsverlauf und ich hoffe sehr, dass wir trotzdem alles durchgehen können, denn ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich wünsche mir einfach, dass wir nicht ständig vor- und zurückspulen müssen. Ist ja auch nervig für euch. Prescott Familie. The Prescott Family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Oh je. Yeah. Rachel, fragen wir zuerst nach Rachel. Das Wetter ist ehrlich gesagt meine geringste Sorge im Moment. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh yes, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Nicht dran denken. Wir retten sie, irgendwie. Aber natürlich ist es berechtigt, dass er sich Sorgen macht. Sie ist gelähmt, sie kann ohne Atemgerät nicht wirklich überleben. Höchstwahrscheinlich sind ihre Lebenserwartungen nicht sonderlich hoch. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying?
Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Ja. Hatten wir noch was anderes als die Reise nach Paris auf der anderen Seite? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber er sagt, wir sagten ja gerade tote Tiere. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, dass wir in der letzten Episode, oder na, jedenfalls noch in Teil 3 von Life is Strange allgemein, dass wir da lauter tote Vögel rund ums Two Whales Diner gefunden haben. Pflegezimmer, sprechen wir immer erst darauf. Und ich würde Pflegezimmer, dann nochmal auf Chloe kommen und dann auf die Reise nach Paris. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Naja, die Rechnungen lesen sich nicht so, als würdet ihr durchkommen. Und wir erinnern uns jetzt mal daran, dass Max' Mutter sie gefragt hat, ob die Rechnungen wirklich so hoch sein müssen. Ganz ehrlich, stellt euch vor, die Familie eurer besten Freundin steht vor dem finanziellen Ruin, steht kurz davor, ihr Haus zu verlieren, weil sie die medizinische Versorgung ihrer gelähmten Tochter nicht mehr bezahlen können und ihr haut munter Geld raus für Filme. Also Fotos, Filme. Nicht DVDs. Ganz ehrlich, ich würde mich so unglaublich schlecht fühlen. Also erstmal Chloe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Ist sie sauer auf mich? Froh, dass du hier bist. Ich würde gern beides fragen. Also einmal fragen, ob er denkt, dass sie sauer auf uns ist und dann aber auch sagen, dass wir froh sind. Aber ich glaube, wir sagen einfach, dass wir froh sind, dass er hier ist. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William? I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Ja, zumal wir es irgendwie zu verantworten haben. Na gut, dann sprechen wir ihn mal auf die Paris-Reise an, damit wir möglichst schnell Chloe ihr Morphium besorgen können. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Gerne. Immer wieder gerne. Können wir ihn denn nochmal ansprechen? I definitely have to take a third job. Oh je. Ich glaube wirklich, wir müssen jetzt hochgehen. Ja. Na gut. Gehen wir hinauf ins Bad. Und mich würde interessieren, was aus Chloes altem Zimmer geworden ist. Chloe's door doesn't have a warning anymore. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? So eine harmlose Stadt. Sie ist so... Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Naja. Aber wirklich? Alles noch genau gleich? Die Tür habe ich ja scheinbar mal vergessen. Das ist... Was ist das? Oh, Max, it is so nice to have you around. Joyce.
Okay, ich will mich erst kurz umgucken. Ich bin sicher, Joyce hat nichts. Ach du je. Lass mich raten. Mehr unbezahlte Rechnungen. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Keine Rechnung, Schlimmeres. Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass Sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustandes informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Phipps. Das respiratorische System müsste ihr Atem, also müsste Lunge und alles sein. Das heißt wohl, dass, ja, der Arzt den Eltern durch die Blume hier gerade mitteilt. Bereiten Sie Ihre Tochter darauf vor, dass sie in Kürze vermutlich ohne Atemgerät gar nicht mehr atmen können wird. Und dass sie dann irgendwann... Und dass sie dann wohl irgendwann unweigerlich, naja, sterben wird. Look at them. They have no idea what's in their future. No. With William and Chloe. Ah, da ist Joyce und schwanger mit Chloe. Oh. Hatten wir nicht zwei? Nee, wir hatten nur einen. Nee, zwei Fotos. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Vielleicht William oder Joyce. Oh, wir dürfen hier auch rumschnüffeln? Ernsthaft? William is trying so hard. He's still awesome. Super, Papa. Sie sind der Held der Familie. Dr. Bill. Na gut. Reden wir einfach mal mit Joyce, beziehungsweise gucken uns hier drüben die Sachen an. Things aren't as neat and tidy as they used to be. Ja. Joyce is already a supermom. Supermama. Sie führt die Familie an, Dr. Bill. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich damals hier nicht reingegangen bin und deswegen nicht weiß, wie es hier in der anderen Realität aussieht. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Da hatte sie auch noch nicht so ein schweres Leben. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years, after the accident. Ich hoffe, wir können sie auf alles ansprechen. Fragen wir sie erstmal, wie es ihr geht. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Aber es sollte nicht so schwierig sein wie jetzt. David Madsen fehlt... Naja gut, es macht Sinn, dass wir sie nach David fragen können. Immerhin heiratet sie ihn in einer anderen Realität. Aber erstmal sprechen wir sie auf die viele Arbeit an, die sie und William auf sich nehmen müssen wegen den ganzen Rechnungen. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Ja, das halte ich für einen guten Rat, Joyce. Ich hoffe, das kriegen wir hin. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care.
For Chloe's sake. Tja. Ich bin gespannt, was sie gleich zum Thema David Madsen sagen wird. Der ist ja in dieser Realität Busfahrer. Und nicht mehr der Sicherheitschef von der Blackwell Academy. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Tja, dann fragen wir einfach mal ganz neugierig weiter, ja? Wenn du nichts dagegen hast, Joyce. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, lucky to have him. Ist William noch der gleiche, Chloe und William? Ich glaube, er ist noch derselbe, aber fragen wir doch mal nach dem Verhältnis der beiden. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. Aw. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. Ich muss ja sagen, ich beneide immer die ganzen Töchter, die einen Vater haben. Mein Papa ist ja gestorben, als ich 3 war, und ich kann mir das leider nur vorstellen, wie es ist. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Töchter zu ihren Vätern so eine ganz besondere Verbindung haben. Und ich erinnere mich zwar nicht mehr an viel, aber ich erinnere mich auch noch daran, dass ich die kleine Prinzessin von meinem Papa war. Und ich glaube, Mütter und Töchter geraten später eher aneinander, während Väter eben immer noch versuchen, ihre kleinen Mädchen zu beschützen, selbst wenn die kleinen Mädchen gar nicht mehr so klein sind und sich, naja, ziemlich in Schwierigkeiten bringen könnten. Und es vielleicht Zeit wäre, sie nicht mehr wie die Prinzessin auf der Erbse zu behandeln, sondern auch mal strenger zu werden. Den Luxus hatte ich leider nie. Ich hatte einen älteren Bruder, der sich... Naja, er war halt mein älterer, ist mein älterer Bruder, immer noch. Und benimmt sich auch immer noch so. Aber egal, wir fragen jetzt nach Chloe. Ich will ja auch nicht von mir quatschen. Ist mir nur gerade so eingefallen, dass mich an... egal, wo solche Szenen aufkommen, es erinnert mich einfach immer daran, dass ich das immer beneidet habe, wenn Väter und ihre Töchter so ein gutes Verhältnis hatten. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Komm auf Hilfe, das hoffe ich. Ich sag mal, das hoffe ich, denn dass sie Hilfe braucht, ist ja irgendwie klar. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Ach je. Aber ja, wir wissen, was sie meint. Wenn ihre Atmung versagt und sie wirklich nur noch auf das Atemgerät angewiesen ist. Es wird ja vermutlich nicht nur ihre Lunge sein und alles, was nach und nach den Geist aufgibt. Es wird einfach auch der Rest von ihrem Körper sein, der nach und nach nicht mehr kann. Ihr altes Zimmer. Oh je. Das ist alles schrecklich. Unwirklich. Schrecklich unwirklich. Spielzeuge, Dekosachen. Da sind noch die Größenmarkierungen.
diesmal nicht mit Kommentaren versehen. Ich glaube, in der anderen Realität hatte sie da drin rumgeschmiert. I guess we stopped growing up together. Ja. Oh Mann. Hier ist mal wieder so eine Kamerafahrt. Das machen wir aber erst nachdem wir hier alles angeschaut haben. Briefe, sogar hier. I never heard much about William's brother. Er hat einen Bruder? Hi, Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Oh, immerhin sind sie nicht alleine. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Ja, jetzt strampelt's und stampft sie gar nicht mehr. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Ich auch, aber wir dürfen nicht. Na gut. Da ist der Schrank, in dem wir uns versteckt haben. Aber erst bevor ich ihn vergesse, der Brief... Krücken. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Und jetzt kann es sein, dass sie nicht mehr lange am Leben ist. Das ist grausam, ehrlich. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. Aber sie würden sie immerhin alle gerne unterstützen. Das ist schon viel, dass sie Anteil nehmen und vermutlich da sind, wenn Joyce und William mal jemanden brauchen, um zu reden. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ich bin sicher, es ist kein totaler Zufall. Schauen wir uns noch den Schrank an. At least we never had to hide from Stepdouche. Ja. Setzen wir uns einfach mal hin. I'm still overwhelmed by this new reality. Nicht nur du. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Schrecklich, dieses Zimmer zu sehen, in dem eigentlich so viel Leben war. So viel von Chloe, so viel Persönlichkeit. Und ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, ihre Hightech-Zelle, wie sie glaube ich, genannt hat, ist jetzt nicht unbedingt der persönlichste Raum in diesem Haus. Ich würde an der Stelle einfach unterbrechen, denn wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Ich finde es jetzt schon leichter, wieder irgendwas zu sagen, weil es einfach... Weil ich Chloe nicht direkt ständig vor Augen hatte. Das hat schon geholfen. Und ja. Ich mache an der Stelle jetzt eine kleine Unterbrechung. Es bietet sich einfach immer so schön an diesen Stellen, wenn wir sitzen. Danke, dass ihr zugesehen habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Da gehen wir dann ins Bad und holen Chloe ihr Morphium und werden dann hoffentlich noch ein bisschen mehr über die anderen erfahren, also was in den Leben von denen vorgefallen ist. Bis dahin macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bye, bye!